Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fadix Teller, The Umbrella Star. Ich bin es, Adam Simafix. Beim letzten Mal haben wir unsere vorletzte Schlacht geschlagen. Im Kampf gegen Alteras Truppen, einem aussichtslosen Kampf, haben wir versucht, unser Bestes zu tun. Jeanne d'Arc, Gilgamesh und natürlich Altera standen uns alle im Weg. Wir haben unser Bestes getan, gegen diese Übermacht zu widerstehen. Und es ist immerhin geschafft, Gilgamesh Angriff zu stoppen. Doch der Krieg ist, so wie es aussieht, so gut wie verloren. Lubu stürzt sich irgendwo in einen Kampf, den er wahrscheinlich nicht gewinnen kann. Die blöde Dark Ellie hat uns ja eh verlassen. Leute, wir sind ja auch einer weniger, Mann. Das ist ja auch unfair. Und Kana und Medusa haben uns nun ebenfalls hier verlassen. Die letzte Schlacht steht wahrscheinlich noch voran hier. Gegen dann Altera und um es irgendwie zu schaffen, sie zu stoppen. Wir sind wieder nun in My Room, in unserem schönen Raum, und haben wieder eine mysteriöse Vision von Altera gehabt, die uns hier wieder gezeigt hat, dass sie doch irgendwie einige Geheimnisse immer noch hat, die wir nicht wissen. Zum Beispiel, wieso will sie eigentlich die Regale haben, wenn sie eh alles vernichten will? Und wieso haben wir immer Visionen von ihr? Another dizzy spell. When I open my eyes, the maiden in white is gone, and her place is Caster, shaking her head. Her face is closer to mine than the last time. I must have made her worry. Of course I made her worry. I think I was catatonic just now. I summarize what happened. Altera apparently came to ask us to surrender if we hand over the regalia and renounce our will to fight. She implied she might spare us. Maybe, theoretically, we should negotiate with her. But even so, the end result would be the same. She said as much herself. Seraph and Earth would both die. So, what would that mean for us? Would we buy a little more time for ourselves before we followed everyone else into oblivion? Or maybe she invited us to side with the Umbrella Star and follow it around the galaxy while it eats other civilizations. Wait, why am I even thinking about this? Maxi Dragon's mind would definitely reject that offer in a heartbeat, and so would I. Because no matter how you look at this, it sounds unpleasant, to say at least. レガリアが欲しいと。そう言ったのですね。あのアルテラとかいう女。ご主人様にも問題があるんです。そんな風に。押し黙ってじっと見つめて、お分かりでないなら言って差し上げます。ご主人様、あなたは 人類史始まって以来の誘い受けたまに間違いなしぐです。あ、もう何ですか。幸福勧告だと思う。やっぱり色気に当てられてるじゃないですか。Before I can even answer that, she pounced on me. I don't even have time to question who's drawing in who. Speaking of time, this is exactly the most opportune moment. Or maybe it is. There's no one left in that place. The other servants have left us to spend their last night in their own way. Even Elizabeth, who would normally interrupt us right about now, has gone over to the Umbrella Star side. There's just us in this empty room, overlooking our entire capital, with no one to stop us. Unless I change my mind. お許しいただかなくても結構です。このささやかなひとときだけはどうか、この化粧の爪に怯えてまぶたを閉じてくださいまし。ご主人様、ご主人様、どうか今だけでもひとときの夢の中で。 I hear a whisper still on the edge of slumber. It takes me a moment to realize who's talking. Of course, the voice is unmistakable. The only one who talk to me from so close by is Casa. Also, there's no one else left in this castle. お返事いただかなくて構いません。私が
話したいだけなのです。二つは同じ。そう。本質としては似たものなのです。認めたくはなくて、認められなくて、ついぞ口にはしていませんでしたが、あなた様にだけは伝えます。あれも私も同じくして人間にあだなすものなればこそ力ずくで支配するという気持ちもわからないでもないのです。同じ怪物として。けれどそれなら初めから心を持たない方が楽でございましょうに。That's... At first I don't understand. The way she's talking, is she punishing herself? Or is she talking to Altera, since she says they are the same? I hear pity in her voice, but sometimes else, something else too, something closer to her heart. When I think a little more, it hits me. Does Tamamo believe that Altera is suffering too? Does that mean Altera has a heart? ご主人様。 忘れくださいまし。ただの独り言、ただの気の迷いでございますれば、どうか夢を見たと思って、このままお休みくださいましな。お休みなさいませ、ご主人様。多少狭いかとも思ったのですが、いざ入ってみるとこう、なんともうまく作られているものですね。膝と膝は当たってしまいますけれど、窮屈なりの風情があると申しますか、広々とした露天風呂にはない趣です。やっぱりこれは順当なサイズということなのでしょうか。I think she's right. When it comes to laundering and hot baths, nothing beats that way have in this dimension. My temperature rising, not just from the water, but from the feel of her knee against mine. And the water alone doesn't account for the pounding in my chest. For the two of us, this bath is just the right size. Or so I'd say. Just a love size, と言いますか?とっても。ちょうどいいですね。湯気で霞むもご愛嬌。旦那様のお顔がはっきりと見て取れます。I feel just the same. I can see Casa's pink, beautiful skin, the redness of her blushing face. Once again, her cheerful smile gleams like the sun. Of course, I can see her skin. We're in the bath together. よろしいんですよ、ご主人様。こんなに至近距離なんです。さっきから視線をあらぬ方へやったり、意識的に私の顔ばかり見ようとしているような素振りがありますけれど、よろしいんですよ。Just love size ですし。We've been close for quite a while and she's saying provocative words, but she's not coming any closer either. Neither of us are looking at each other as much as you might think.It is really okay. Well then, I won't let myself stay nervous about it. It's kind of a relief and kind not so. おや、なんということでしょう。私ともあろうものが。すみません、のぼせてしまったようです。でも仕方ないですよね。Just love size ですから、実個みたいなもので。I don't have time to respond. In the next instant, Casa moves in with no resistance at all. Ah, she's so... What is soft? Isn't it? It's fine. Because, look, it's the size of this size. Right?
Ich wollte mal ganz dick an wieder mal erwähnen, das lustige Fate-Universum besteht ja auch, wenn Fate natürlich ziemlich cool ist und alles mögliche. Oh, was haben wir denn hier alles freigeschaltet? Im Endeffekt auf einer Eroge, auf einem Erotic Game, wie man es so schön sagt. Und man muss mal wieder sagen, man sieht es doch manchmal ein wenig mehr als... Also ich sag jetzt mal, in Fate Extra war das jetzt eben nicht so auf die Nase gebunden. Nun gut. Machen wir doch mal das hier, oder? Zack. Das Boost, 40%iger Boost, das ist sehr geil. Dann holen wir uns hier irgendwas Blaues. Zack, 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 zack. Was haben wir hier? Manigate Flame Attacks. Increased Defense gegen Servants, das hört sich eigentlich cool an. Und dann haben wir noch was hier. Manigate Frost, Increased Defense. Machen wir das, oder? Oder haben wir das? Das haben wir doch im Endeffekt schon, oder? Anti-Hero Health Boost. Achso, ne, wir haben den Health Boost. Ja, dann machen wir doch Increase hier. Oder was haben wir hier? Nummer Attacks may kill your regular instantly. Ja, dann machen wir hier lieber das. Achso, das gehört gar nicht mehr dazu. Ja, warte mal, dann machen wir das anders. Kann ich remove? Remove. Tun wir das dahin. Zack. Haben wir hier den 20 Power Bonus. Dann hier machen wir das mit dem Flammenschaden. Und das Gelbe da hinten tun wir weg. Oder auch nicht. Darf ich nicht? Darf ich nicht. So, jetzt geht's. Gut. Type. Irgendwas Gelbes, Mann. Aber was anderes hier. Increase Enemies Item Drop Rate. Machen wir das da. So. Das hört sich schon cool an. Okay, passt. Passt soweit. Alles super. Dann schauen wir nochmal, ob wir irgendwelche neue super Items haben. Heal, Resist. Oder das ist doch genau das, was wir haben, oder? Ah, ne, jetzt haben wir einen Change noch dazu. Was, ich weiß gerade nicht, was wir aktuell haben. So. Heal, Resist Flame, Defense Up und Change. Nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Heal, Resist Poison. Ich bräuchte eigentlich Resist Ice, weil. Das Problem ist, man weiß ja nicht, was davor in der Arena ist. Das ist das Dumme. Ich meine, ich kann mir schon das kaufen, aber ich weiß ja trotzdem nicht, was uns in der Arena dann erwartet. Geil. Ja, mei. Dann nehmen wir das jetzt. So, und wir haben Heal, Change, Resist Flame. Ah ne, das ist jetzt die mit dem Auslösen. Ach, das mache ich jetzt einfach mal. Bin ihm jetzt einfach mal so frei. Gut, nehmen wir das. Passt, passt. Und dann würde ich sagen, erwartet uns nun nochmal ein schöner Schlaf. Und wie gesagt, Fate Extra basiert ja, wie gesagt, auf einer schönen Erotik Game Extella, die Umbrella Star 2. Mehr Casa der Titans Dark Tomb. Und man sieht es hier an dieser Stelle sehr. Aber nun gut. Es ist immer noch USK 12, also sowas Schlimmes wird uns hier nicht erwarten. あなた様が目覚めてからというもの、私たちはやれ制圧、やれ侵略ばかりで、ついぞデートの一つを楽しむこともありませんでした。ええ、これはまさに私の大失態。国の範囲を広げんとするばかりで、最も重要視すべき事柄に目を留めさえせず、私は実に愚かなサーバントでした。 Even with her terror on the horizon, Casa keeps her voice bright and cheerful. She's forcing it, of course, but she's doing it for me, because she wants to enjoy our time together. So, I'd never call this work a cheap date. We are taking a moment to let her be happy and excited and nothing better than that. Oh, 月あらば炸裂するこの池田魔力。頼む、感動で、ついめまいがよよよ。 ですので、どさくさに紛れてご主人様と腕など組んでみるのでした。本当、なんて愚かだったのでしょう。初めからもっともっとこうしておくべきだったのに。いいえ、
そのような反省は犬神にでも食わせておくもの。金色夜叉の下りなど十分でございます。新緑の恋人のように寄り添い進みましょう。円熟の夫婦のように連れ合い参りましょう。いざ敵本拠未明領域。わずかな童貞ではありますけど、こうやって触れ合えて私はとても嬉しいです。 I can say the same. I can feel a warmth and softness on my arm. I don't care how far we make it. Let's head out there together into zero dark. The zero dark, now that I think about it, Casta makes it sound obvious, but now exactly are we getting there? Is this some place we can just walk to? ああ、未明領域までの距離ですか？それはもう近い遠いという話ではございません。強いて言えば近いでしょうか？要は移動のためのポータルをどこに設置するかの問題です。まさかマイルームに設置してしまっては、いざ逆に用いられた場合に愛の巣がたちまち破壊されかねませんし、私たちが離れれば同じことやもしれません。破壊の軍勢がいつこの千年橋に押し寄せるか分かったものではない。ですが可能性はなるべく残しておきたいです。無事にあそこへ戻る可能性、手に手を取って帰る可能性ですから、ええ、ここまで離れればもう構いません。いざ陰の鬼脈の果てをここに。我ら行く先は崑崙ならずや陰の陰、影の影、金色の陽光はじく水面のごとくして映し込み入り込み落とし込むは完全未明の陰。夜もつ平坂のごとくして彼岸の果てへ向かうは根の国ならず、星の雫にうがたれし月の影。さあご主人様、ここに月の黄泉へとつながる門を開きました。これより先こそ破壊の軍勢の本拠。許しがたきは英霊アルテナ、破壊だ滅亡だとのたまう輩を今こそ退治してしまいましょう。いざ快活に、大逆転の始まりです。Leute, sind wir wieder mal Roman. Ich dachte, es geht hier so die richtige Action gleich mal los, Mann. Was ist denn das? To sono mae ni shibaraku shibaraku. Inochi no sentak to sharekomo dewa arimasen ka? Shoushin shoumei no daikessen no mae nareba, kokoro mo karada mo zenkai ni shite okimasen to. Shoujiki ni moushiagemashite. Teki wa taiteki. Ima wa naki tsuki no seihai sensou no rekishi o himotoitemo最強の部類ではないかと。 That almost feels surreal, but if Casta says so, it must be true. I don't doubt her, and I don't plan on giving up. This wouldn't be the first time we've done the impossible together. Just look at our fight with Gilgamesh. So, I won't lose hope now. Let's stand up and strike back, I say. はい、私も覚悟を決めてますとも。ミコッと勝って勝利の宴と参りましょう。六畳一間でも構いません。ささやかでも二人でいれば何よりの華やぎ。中。Sie ist einfach so cool, Mann. Sie sagt ernsthaft, Mann, okay, jetzt kommt so eine richtige epische Musik. Ah, die Tore zu Yin und Yang. Erst Tor in die Unterwelt. Und dann, jetzt machen wir mal noch schnell eine Pause. Heaven's Race, the Sun. I used to wonder if the Sun might be Casta's true form. Or perhaps Sir Anchester. But maybe the Sun is the origin from which Tamamo no Ma incarnates. Amaterasu, the goddess of the sun. Could that make a match for Velba? I know, it's not as easy of a question. It's not as easy as one might think for her to transform at will and use her full power. But it does make me wonder, can God stand a chance against the Umbrella Star? どうでしょう。特にアルテラは世界に対して特攻を持っているようですし、となれば
世界の具現にして概念たる神霊にも当然のように有利ではあるのでしょう。ですが確かに太陽の神霊ならば地球あっての神霊かなわけですが、それでも地球の外、空に属する大異霊、優勢に格負けはしておりません。でもそのなんというかあれになってしまった私はもう私という存在ではありません。あなたのサーヴァントでさえなくなってしまう。それは嫌です。私はありがとうございます。Casa may not be the sun, but a smile alone has enough power to defeat the Umbrella Star. And that smile is brighter than the sun to me. Oh. So dürfen wir jetzt endlich beginnen zu kämpfen. Was ist das, Mann? Da kommt so eine epische Musik rein. Ah, jetzt machen wir nur mal eine Pause. So, ich habe eh wieder nicht die große Auswahl. Use a normal font is one time, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen kann. Ich weiß ja nicht, wird... Ah, okay, es wird mir was zum Erobern geben. Und ich soll das ganz allein machen. Du buchst tot, Kano, Medusa muss verlassen und Dark Alice auf der anderen Seite. Na geil. So stellen wir meine Kämpfe vor. Level 17, wir sind Level 17. Super. Casterか. すでに制圧したセクターのいくつかへ敵勢力が押し寄せている。複数セクターへの同時攻撃、うまい手だ。敵ながら見事と言える。防戦ではおよそ勝ち目はないだろう。打って出る他にあるまい。あー、カーナ、du bist ja wieder dabei! Das freut mich natürlich sehr! Es wäre zwar noch viel cooler, wenn jetzt irgendwie noch alle dabei... Alter, was war das für ein Kick gerade? ゲートオブバリオン。Ist ja jetzt gar nicht unfair. So, okay, erstmal Gilgamesh stoppen. Wir erkennen diesen Abschnitt. Im Endeffekt ist das derselbe Kampf, den wir schon mal hatten. Ja, und ich weiß schon wieder nicht, wo es hier rausgeht. Sehr gut. Sektor Trap oder? Oh, das ist ein Blade. Okay, wir machen ganz kurz. Oh. Ich mach ganz kurz die Planthalle, dann versuche ich Gilgamesh zu bekämpfen. Aber ich bin halt leider im Gegensatz zu. Ich bin halt leider doch noch nicht die Sonne. Es wäre natürlich sehr cool, ich verwandle mich einfach in die Sonne und mache einfach alles platt, Mann. Aber so leicht ist das Spiel leider nur, doch noch nicht. So. Jetzt geh ich kaputt, du Drecksplan. So. Als nächstes Gilgamesh. So überpowered, Mann. Ich liebe Gilgamesh, habe ich das eigentlich schon mal gesagt? Man ist mit Abstand mein Lieblings-Fake-Charakter. Einfach, weil er so bad ist. Es ist Mankind's Oldest Hero, König der Helden, erster König, fünfter König von Uruk oder irgend sowas. Und der mit Abstand... Okay, sehe ich das richtig? Man kann ihn eh nicht besiegen, oder? ご主人様の妻になること以外ありません。風向きが怪しくなってまいりました。救援行っときます。よくやった。プラントを破壊した。敵の進行が弱まったぞ。カナレットミーク出番だ。任せてもらおう。燃えろ。Schau mal, ob es mit Kana besser läuft. Alter, er hat schon wieder so ein ätzendes Schutzschild, was die Sache einfach noch viel schwerer macht. Ich soll den jetzt besiegen, wenn er eh schon viel zu überpowered für mich ist. Gleichzeitig noch auf Plans aufpassen. Bin ich Gott oder wie, man? Gilgamesh ist vielleicht Gott, aber ich nicht. Schöner Konter. Sehr schön. Das war eine sehr schlechte Attacke. Egal, Kana bringt mir nichts. Karma ist echt nur gut gegen große Massen, aber gegen einzelne Gegner ist er richtig schlecht, um ehrlich zu sein. Dankeschön. So. Habe ich ihn? Sehr gut. Zack, zack. Alle meine Sektoren verliere ich übrigens gerade, wie ihr schön sieht, man. Und ich muss hier gegen Gilgamesh kämpfen. Habe so gut wie keine Energie, man. Läuft. Läuft.
Alter, schau dich mal an, wie viel Leben der hat, Mann. Das ist nicht mal lustig, Mann, langsam. So. So. Zack. Immer bitte keine Planes jetzt in anderen Sektoren, Mann. Es reicht schon, wenn ich hier gegen Gilgamesh kämpfen muss. Weil, komm, das ist echt ein harter Kampf, Mann. Und ich habe auch keinen Lebensboost. Ich habe nur einen Lebensboost, Mann, was die Sache gleich nochmal geiler macht. Oh, er geht! Er haut ab! Dankeschön! Aber das heißt, es ist noch viel schlimmer. Das heißt, er spawnt nach ein paar Sekunden wieder. So, okay. Eigentlich will ich das gar nicht. Alter, ich suche nur einen Weg raus. Great King of Conquers und einer der überpowersten Noble Fantasien. Der nächste, der eigentlich definitiv den Rang als König der Helden besitzen könnte, Iskander der Große, auch bekannt als Alexander der Große und einer der stärksten, wie auch eigentlich jeder von Alteras Truppen, stärksten Servants, die es gibt in diesem scheiß Fate-Universum, Mann. Und da werden gerade zwei Sektoren von mir angegriffen und ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich muss Plans besiegen, ich muss Servants besiegen. Leute, ich kann mich nicht aufteilen. Ich habe ja nicht mal mehr Verbündete. Ich habe mich alle im Stich gelassen. Irgendwie Kana, theoretisch hat er mich im Stich gelassen, aber irgendwie ist er doch noch dabei. Einfach weil Kana ein cooles Mann. So, ich überlege, versuchen wir da ganz schnell nach oben zu gehen. Ich weiß nicht, sind da zwei Plans, weil ich sehe zwei Pfeile. Oder was man merkt, ich weiß es nicht. Bam. Der soll schön sein. Nicht Dark Alley. Nicht Dark Alley. Okay, und jetzt rage der erstmal los. Ich hole mir jetzt den Sektor, es ist mir jetzt wurscht, Mann. Auch wenn ich in der Zeit wieder 20 Sektoren verliere. Weil wenn ich jetzt abhaue, während er das macht, dann bin ich ja noch blöder, weil dann... Aber... Weil dann hat er beim nächsten Mal wieder seinen Supermodi. Aber egal, komm. Wir kriegen das jetzt ganz schnell hin in drei Hieben, Mann. Dann gehen wir in den einen Sektor da hoch, weil da seht ihr, da kommen ja beide Pfeile her. Und dann gehen wir da gleich mit unseren Mooncrux rein und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. So, bitte geht down! Er lebt noch. Aber jetzt nicht mehr. So. Iskander, der große Mann. Alexander, der große Mann. Ja, und jetzt? Was? Und okay, Gilgamesh ist einfach wieder nachgespawnt. Ich bin gerade verdammt schlecht gelaunt, Mann. Ich setze jetzt meinen Mooncraft. Ich habe den Sektor erobert und dann spawnt einfach Gilgamesh nach, Mann. Was ist denn das für ein Dreck, Mann? So, komm, nein. Jetzt spiele ich nicht mehr. Jetzt mache ich dich aber übelst fertig, Gilgamesh, Mann. Du König der Helden, Mann. König der Luschen vielleicht, Mann. So. König der miesen Verräter, Mann. So, komm, zack, zack, zack. Zack, zack. Mooncrux, Baby! Hey, so mies, Mann! Ich erobere diesen scheiß Sektor und in der Zeit, wo ich den Sektor erobert habe, spawnt Gilgamesh und ich verliere wieder alles. Medusa, du bist wieder da und ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Dankeschön, Spiel. Fair, cool. Ja, Attention und soll ich mich... Ja, der eine Sektor wird jetzt erobert. Geil, super. Ja, und was soll ich dagegen machen, Mann? Kann mich nicht aufteilen, Mann. Bitte ich... Oh nein, wer kommt jetzt? Ja, das ist mir wurscht, wenn Dark Alley kommt. Das ist mir sowas von wurscht.
Alter, ich versuche nur in diesen einen verdammten Sektor zu kommen und wieso müssen das schon wieder 20.000 Weggabelungen sein, an denen ich nicht vorbeikomme? So, endlich habe ich die Plant erreicht, Mann. Dann schaffe ich es immer vielleicht noch den einen Sektorangriff auszuhalten. Ich will ja eigentlich den Part gerade beenden, aber ich komme leider irgendwie nicht dazu, Mann. Weil mich die Gegner ein wenig nerven, Mann. Dark Ellie sitzt auch noch da in einen Sektor, der wird bekämpft, Mann. Und schlimmer ist, Gegner ist immer noch da. Ich muss bis das nächste Mal auftaucht unbedingt meinen Mooncrux wieder haben. So. Ah, Medusa ist doch noch dabei. Ah, Servus Medusa, na, wie geht's denn eigentlich so? Okay, das haben wir aber sehr gut gemacht. So, Leute, wir machen jetzt aber erstmal einen kleinen Cut, bevor ich hier gar nicht mehr wegkomme. Und beim nächsten Mal versuchen wir dann hier weiter diesen Kampf zu bestehen. Bis dahin und rein auf Wiedersehen. Ciao.